Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim 11. Großen Preis der dritten Saison der Meitingkirche, beim Großen Preis von Spa in Belgien. Oder in Belgien in Spa, glaube ich, heißt das ja. Nachdem wir auf jeden Fall in Frankreich etwas Schmerzhaftes zu spüren bekamen, und zwar, was kommen musste irgendwann, ein Motorschaden bzw. ein Getriebeschaden. In Führung liegend, eigentlich ziemlich unter Kontrolle gehabt, die Pace, und dann muss natürlich wieder sowas kommen. Ja, wir haben jetzt nur noch ein richtig gutes Getriebe offen. Gut, das eine mit den 44% kann man auch noch für ein Wochenende benutzen. Ja, für das aber, nee, das glaube ich ja lieber nicht. Aber das andere müsste dann eventuell 5 Rennen halten. Das könnte knapp werden auf jeden Fall. Aber gut, lass erstmal kann das egal sein. Wir haben schon 12.000 Ressourcenpunkte. Wow. Wollen wir dafür doch nochmal irgendein Upgrade machen? Ah, lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Nicht, dass ihr noch. Boah, ihr seht, oh, wir haben schon echt in dieser Saison ganz schön viel gemacht. Ne? Also, das ist krass. Wir haben, glaube ich, am meisten von allen gemacht, so gefühlt. Das ist krass. Okay, ja gut, es kommt. Die Sommerpause steht ja noch nicht bevor. Das ist ja jetzt nach Belgien erst, nach Spa. Ne? Das ist ja ein bisschen anders als in den vergangenen Spielen oder auch im Real Life. Da war ja immer nach Ungarn die Sommerpause. Und vor, oder halt zwischen Ungarn und Spa. Jetzt ist halt zwischen Spa und Zandvoort. Okay, erstmal die Aktivitäten. Konzentration von Pierre, das beim Heimrennen den Platz mit dem Platz 2 glänzen konnte. Immerhin hat er das Team gerettet. Oh, hier kann man noch was machen. Oh, kann nicht schaden. Was wäre das andere? Konferenz zur Marketingstrategie. Ja, ist egal. Okay, Nachrichten, was haben wir denn? Ach ja, klar, mir schade, dass ich das sagen, das juckt mich gerade wenig. Ja, gut, dann spulen wir die Zeit vor, würde ich sagen. Wir machen keinen Abgut erstmal. Ist wichtig. Ja, akzeptieren. Einfach akzeptieren, ohne so richtig zu lesen. So macht man das doch. So. Oh, Triebwerk. Ach so, ja, klar. Ja, ich dachte, es wäre hier so der Hersteller-Upgrade angekommen, aber das war ja das, was wir hier für die Aktivitäten gemacht haben. Ja, sorry. Das war gerade Lust. Und Moral beim Antrieb ist sogar hoch. Red Bull konnte sich absetzen, aber die machen was natürlich, ne? Red Bull konnte sich absetzen. Ferrari und McLaren auf unserem Niveau, auch Mercedes, aber Red Bull konnte sich ein bisschen absetzen. Aber Red Bull ist eigentlich gar nicht so unbedingt unser größter Konkurrent, oder? Ah doch, da doch mit. Ah doch, irgendwie schon auch. Doch, doch, doch. Also Red Bull, klar, die sind zwar hinter uns noch und ich würde mir auch nicht dagegen wenden, dass die irgendwie auch vielleicht auch noch einen Motorschaden bekommen, während wir dann vielleicht ganz vorne wieder mit sind, aber trotzdem, puh. Wir sollen wir doch was machen? Ja, aber nee, 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 nee. Ich will lieber ein bisschen. Man kann da so viel machen. Es sind ja nur noch 4 Upgrades, die wir uns holen können. Wir können da so viel machen eben. Für die. Dann, wenn wir alles retten konnten. Wenn es überhaupt viel ist am Ende, ne? Und dann können wir uns hier jetzt aber noch ein kleines. Boah, ganz schön teuer, so ein kleines. Naja, okay. Dann würde ich sagen, auf ins Rennwochenende. Au, an dem Sprint habe ich schon wieder gar nicht dran gedacht. Stimmt ja, und im Qualifying soll es regnen. Das wird lustig. Auf jeden Fall erstmal das Getriebe jetzt wechseln. Nur mal so nebenbei. Nicht, dass wir das hier noch vergessen. Der Rest sieht noch gut aus. Wir hätten sogar noch überall noch einen neuen Komponenten. Ne? Überall. Ah, nee. Aber hier. Hätten wir jeweils. Gut, bei dem nicht, aber der Energiespeicher wird schon passen. Aber auch hier haben wir sogar. Hier haben wir sogar einen Zweibandturbolader. Lol. Krass. Aber wisst ihr was? Damit wir nichts verschwenden. Auch eine neue Turbolader, würde ich sagen. Damit wir nichts an Komponenten am Ende verschwenden. Würde ich sagen. Okay, dann auf zum Qualifying.
ja, das war mal echt eine sehr starke Runde für den Anfang. Also auch Spa wie Frankreich ist eine Strecke, da fühle ich mich meistens sofort wohl. Frankreich immer, Spa meistens. Perth ist auch direkt hinter uns sogar. Der leicht, minimal leicht besseres Auto hat jetzt mittlerweile, aber halt auch wirklich nur leicht, also ob das so wirklich einen Unterschied macht. Ich, noch zumindest glaube ich nicht. Boah, was? Alter, Russell jetzt mit der Banger-Zeit. Ja, unser größter Rivale nach dem Motorrad, vor allem ist der 4 Punkte vor uns in der WM. 17.000. In den ersten beiden sich tut sie wie lila einfach mal. Im letzten aber richtig langsam. Boah. Okay. Dafür aber richtig schnell im Mittelsektor. Und im ersten Sektor auch. Hat schon wieder eine Zeit gefahren. Ja, und wir sind auf den Plätzen 1 und 4 aktuell. Wo ist Verstappen? Ja, die Red Bull. Die haben noch nicht so viel mit dem Auto jetzt gerade anfangen können. Nebenbei soll es auch gleich schon regnen wohl. Ja, in 5 Minuten steht hier da. Boah, let's go. Platz 1 kommen wir sogar tatsächlich weiter. Gasly auf Platz 4. Wir 17.000 nur vor Russell. Da, ja, so ganz, also ich, eine Runde, das war nur eine einzige Runde und sie hat sofort gesessen. Also das ist Wahnsinn. Diese Strecke und Frankreich, ja, das sind echt heilige Strecken gefühlt. Übertrieben gesagt, also ich bin da einfach so OP gut. Das kann man, das ist Wahnsinn. Also ich, aber fühlt sich auch immer gut an einfach. Ich weiß nicht, einfach richtig, richtig geile Strecken. Ja. Japan, das ist auch so eine Strecke, die ist echt episch. Vor allem dieser erste Sektor. Boah. So, ja. Die Übel sind also keine Überraschung hier unten, leider. Obwohl, Puffer in Q2 würde man natürlich nicht unbedingt erwarten. Ah, wir haben schon die Inters in unserem Auto. In 10 Minuten soll es schon wieder trocken werden, oder was? Ja, aber es würde knapp sein. Nee, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal auf die Strecke schon. Sicher ist sicher. Oh, Alter, Vollgas hier durch im Regen. Oh, hier ist die Kurvermasse. Das war eine gute Runde im Regen. Fürs erste Mal Regen an diesem Wochenende auch. Oh ja, Mann. Zweimal lila auch in diesem ersten Sektor nebenbei. Und in diesem ersten beiden Sektoren. Und wieder vorne. Von Norris, Verstappen, Pierre, Russell. Der ist sogar nur 5. Da ist sogar, jetzt habe ich ein bisschen gepennt, wo die Kurve ist. Gut, ist eh egal. Wir haben ja unsere schnelle Runde gedreht. Oh! Überraschung aktuell. Sergio Perez ist draußen aktuell. Einer der WM-Rivalen. Das wäre jetzt eine Überraschung. Gasly auch meilenweit hinter uns. Aktuell, aber wir sind allgemein 13 auch vor dem zweiten. Wow. Wieder in diesem ersten Sektor. Und zweiten Sektor wieder. Das ist krass. Aber und die war auch besser im letzten Sektor. Das sind wir diesmal nur ein paar Tausendstel langsamer und nicht mehr 4 Zehntel. Also. Dafür haben wir aber jetzt nicht mehr so einen Vorsprung im ersten Sektor. Oder im zweiten. Aber trotzdem. Ja, krass. Mal sehen, aber es soll wohl noch trocken werden vielleicht, also ich weiß nicht, ja, irgendwas mit, wenn man hier auf trocken geht, ja, die Strecke wird schon ein bisschen, ja, man kann ja mal kurz vorspulen, ja, nee, aber die wird nicht, obwohl, fängt sie schon ganz schön an, na, aber ach komm, so gut, dass wir jetzt noch rausgeben, wird sie, glaube ich, nicht. Und so ist es auch, wir beenden beide Tränen Qualifying aktuell auf dem Platz, auf Platz 1 einfach mal. Ey, wir sind wirklich, also, ja, also dieser Motorschaden, der hat mich jetzt noch stärker gemacht anscheinend. Perth ist übrigens die Überraschung nebenbei. Die sind nicht, alle nicht mehr rausgefahren, weil es immer noch zu nass war. Und damit ist Sergio Perez raus. Einer der WM-Rivalen. 4 fahren ja aktuell um die WM. Und wenn man so will, für 6 bis Gasly, wenn man auch ihn noch dazu rechnen möchte, wie gesagt, er hat ein bisschen Pech gehabt schon. Trotzdem nur 47 Punkte dahinter, aber vor allem von denen, die halt in 24 Punkte sind, oder Perez 16 Punkte. Der ist jetzt, der hat jetzt eine schwere Aufgabe auf jeden Fall. Und das in diesem starken Red Bull auch noch, ne? Naja, das ist auch so ein Ding halt, ne? Und Bottas und Albon in ihren, ich glaube, sehr schlechten Autos und Tsunoda in Q3. Boah, was für ein kurioses Q3. Die beiden McLaren so raus, die so stark sind, mit uns ja auch auf einer Höhe. Puffer fliegt nämlich, Alter. Pff. Okay, kann man mal machen auf jeden Fall. Okay, noch sind wir auf Inters. Aber. So wechselhaft wie es momentan ist, würde ich eins als Intermediate. Aber das Trecken wird immer noch langsamer trotzdem, hä? Da stimmt die Wettervorhersage absolut nicht.
Das ist eine sehr gute Runde. Boah, die Körper einfach mal im Regen. Ja, voll im Limit hier in dieser Schikane. Das war richtig gut angebremst. Boah, das war eine Wahnsinnsrunde und die reicht doch vorerst auf Pull. Gasly auf 3. Momentan. Was macht der Alpine? Na gut, der wird keine Rolle spielen. Oh geil, wenn das so bleibt. Das war richtig geil. Ich fühle mich sofort wohl im Auto. Es ist Wahnsinn einfach nur. Boah, was? Was hat denn Carlos hier bitte für eine Runde rausgepfeffert? Ach du Scheiße. Was? Die ist ja nochmal um Welten schneller als unsere. Was zur Hölle? Aber statt Platz 2 würde ich wohl mitnehmen, wenn es vielleicht sogar gar nicht mehr schneller wird. Boah, Sainz war aber da echt wow. Der muss dann noch mehr am Limit gewesen sein, scheint. Ganz ja auch weiter hinter, aber ist immerhin Vierter irgendwie. Oh, ganz, ganz krass. Naja, die verbessern sich für alle. Und man sieht es auch schon, ja, die Strecke ist deutlich besser. Oh, Vollgas drauf! Ja, ich glaube, das wird easy die Pole. Der hat einfach die besten Bedingungen jetzt. Viel, ja, die ist sogar aktiviert jetzt noch. Und das haben wir sogar noch auf den letzten Video. Ja, es wird deutlich die Pole. Das wird richtig deutlich die Pole. Okay, großartige Leistung. Du warst das waren einfach die besten Bedingungen am Ende. Boah, ja, let's go. 1,4 Sekunden fast vorne. Aber natürlich, klar, mit den viel, viel besseren Bedingungen. Die Strecke war eh sogar am Ende noch fast abgetrocknet. Und es wurde sogar noch in der letzten Schikane das DS aktiviert. Somit habe ich das sogar auf den letzten Metern auch noch sogar. Weil die anderen es halt auch nicht hatten. Also, die Pole sind nicht so viel wert. Wegen, klar, wir haben halt das bis zum letzten Projekt gewartet, bis die Bedingungen am besten waren, mit Abstand. Als wir unsere Runde begonnen hatten, hatten die anderen schon ihre Runde fast beendet allesamt. Und dazu kam es dann zu dieser Pole, zu dieser überlegenen Pole zumindest. Die Pole hätten wir so fahren können, glaube ich, aber zu dieser überlegenen Pole. Ja, Gassi, der weiß nicht, was der vorhat. Der hat die ganze Zeit den Alpine vor der Nase gehabt. Ich glaube, ohne den, sage ich ganz ehrlich, hätte der vielleicht sogar Zweiter jetzt sein können, muss ich sagen. Aber gut, so ist es halt. Aber der 50 ist trotzdem ein gutes, solides Ergebnis für ihn natürlich. Das ist klar. Vor allem hat er Nose geschlagen. Sein im Grunde auch Rivalen. Um Platz 5 erstmal. Trennen ja beide nur 3 Punkte. Und ich denke, im Sprint wird er auch eine sehr gute Pace haben. Und ich hoffe dann auch im Rennen. Los geht's in den Sprint. So, eine leere Strecke vor uns, daran kann man sich doch gut gewöhnen, aber erstmal heißt es, die 5 Runden im Sprint jetzt zu überstehen irgendwie. Ja gut, mit den Softs, das ist in 5 Runden, sollte das hoffentlich kein Problem sein, Benzin, ja, können wir ein bisschen runterballern und dann los geht's, würde ich sagen. Ja, alle auf Softs natürlich, klar. Gute Reaktion. Ja, und Russell kommt gar nicht gut weg, ach du Scheiße.
Was haben wir denn für einen OP-Start hier gerade hingelegt? Gasly ist schon auf, du hast einen 5 Runden zurückgefallen. Gasly auch schon vorbei an ihm. Platz 4 für Pierre schon direkt. Du hast einen katastrophalen Start gehabt. Die müssen wir uns vielleicht sogar dann nochmal angucken. In der Wiederholung. Oh, und Gasly vorbei, Verstappen! In Rouge oder was? LOL! Der ist ja on fire, Pierre. Das will ich mir ansehen. Oh ja, wirklich durch Rouge kommt der hier vorbei an Verstappen. Was für ein geiler Move. Obwohl, jetzt kommt jetzt nochmal der Konter. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt kommt der Windschatten zu tragen. Waren das auch Track Limits vielleicht? Ja, er kürzt schon ab, aber Verstappen lässt halt OF extrem mit. Also, Pierre ist ja hier. Der ist ja hier sogar schon vorbei, ne? Der ist hier vorbei eigentlich schon. Und dann. Ja, lässt Verstappen schon ein bisschen sehr wenig Platz, ne? Also kann man sich schon zu gelten lassen, auf jeden Fall. Aber ey, krass. Pierre schon direkt auf 3, sehr, sehr stark. Aber in der Konter, da könnte kommen von Max. Das Auto ist im Trockenen. Ja, da kommt der Konter schon, wie ich befürchtet habe. Aber Gasly, ja, der lässt sich das nicht gefallen. Der weiß genau, um was es geht. Oh, und es ist wirklich so vorbei. Hat's geschafft, Pierre. Sehr, sehr gut gemacht. Boah, das ist ein Wahnsinns-Pace trotzdem auch schon. 2 Sekunden schon vor Carlos. Klar, durch den genialen Start von uns haben wir auch profitiert. Da warten wir schon am Anfang eine Sekunde Vorsprung über. Weil was nicht so gut wegkam, aber wir sind halt auch einfach schnell. Ich fühle mich gerade wie im Mercedes 2016 mit diesem OP-Auto. So fühlt es sich an, so gut. So fühlt es sich an, wie Verstappen heute in, oder wie Verstappen in Japan im Qualifying. So fühlt es sich an. So genial. Ist wirklich so. Einfach nur Wahnsinn. Boah, Gasly ist sogar jetzt noch dran gekommen, gleich an Sainz. Wird gleich das DS sogar haben. Vielleicht kommt er sogar noch auf Platz 2, das wär's doch. Das wird auch richtig gut zurückgeschlagen nach dem Quali von Audi Platz 5 nur, in Anführungszeichen nur. Wenn wir hier die Kurve hinbekommen, ja, boah, rutscht hier in dieser Kurve, rutscht das Auto schon ein bisschen. Wie auf Eis, aber der Rest der Runde, oder der Rest der Strecke, liegt das Auto richtig glatt. Ohne wirkliche Rumrutscher. Ja, Gasly ist wieder ein bisschen weggekommen, ist leider nur. Und wo ist der Messpunkt? Weiß ich nicht. Hat er das DS oder hat er es nicht? Ich glaube leider nicht, irgendwie. Ja, doch, ich glaube, er hat es aber gehabt. Das sieht so aus, irgendwie. Er kommt da ganz schön nach ran an Carlos. Okay, letzte Runde. 3,4 Sekunden. Gasly will nicht so richtig ins DS-Fenster zu, habe ich das Gefühl, kommen. Ja, aber trotzdem Platz 3, wenn er das hinbekommt bis ins Ziel, das wäre echt Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir können so langsam von meinem Sprint jubeln auch. Ja, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie einen großen Fehler mache. Ich hoffe es einfach mal. Oh, verdammt, wir sind nah dran, Pierre. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht, Pierre. Komm, verteidige das. Verteidige das, Pierre. Verteidige! Mit allem, was du hast. Ja, er hat's verteidigt. Sehr gut. Wir sind hier dann auf den letzten Metern dieses Sprints angekommen. Also vollkommen kontrolliert diesen Sprint. Diesen 5 Runden. Aber das Auto fühlt sich einfach echt mega an. Pierre wird wohl starker Tritt am Ende. Das ist schön geholt. Damit auf. Und wir kommen jetzt auch auf. Schon allein im Sprint. Ja, komm einfach nur mal vorsichtig hier anbremsen. Okay, war ein bisschen sehr vorsichtig, aber lieber nichts Dummes jetzt nach riskieren. Und das Ding nach Hause bringen. Let's go! Oh! Fast noch ein Dreher sogar von meiner KI aus. Gute Arbeit. Du hast dich heute gut geschlagen. Ich glaube, der Boss wird damit. Es könnte unser Wochenende sein, auf jeden Fall. Es fühlt sich so gut an. Wir dominieren bisher komplett. Gasly auch stark auf 3. Lol, was da. Russell wird nur 5. Somit holen wir 4 Punkte auf George auf. Und somit sind wir jetzt vor dem Rennen punktgleich mit George Russell.
Aber er ist vor uns, weil er wahrscheinlich mal mindestens einen Sieg oder mindestens einen Sieg mehr hat anscheinend als wir. Krass. Aber. Ja gut, das ist logisch natürlich. Ne? Wer heute die meisten Punkte, mehr Punkte als der andere, der ist dann vorne der WM. Oder wir beide scheiden beide aus, wir und Russell, und Perez gewinnt, dann ist er auf einmal vorne. Aber dass das passiert, ist wahrscheinlich ein bisschen unredlich. Vor allem, weil Perez ja sowieso im Vorlauf versagt hat und jetzt nur im Rennsprint auch nur Elfter ist sogar geworden ist. Das ist ganz, ganz krass. Und wir haben die schnellste Runde gefahren, insgesamt, dafür gibt es ja im Sprint keinen Punkt, aber meins mal, deutlich schneller als Sainz, und Gasly war von der schnellsten Runde her der zweitschnellste hinter uns. Also das zeigt nochmal, wie gut das Auto ist. Ich bin mal gespannt, also es könnte wieder ein Doppelsieg werden, aber dazu muss erstens das Auto halten, natürlich. Die Stops dürfen nicht verkackt werden, Gasly muss so abliefern wie jetzt. Am besten irgendwie einen Raketenstart und gleich weg von Sainz und so. Ja. Also, es ist noch nicht sicher, dass es ein Sieg wird. Auf gar keinen Fall. Da müssen wir jetzt auch im Rennen genauso abliefern wie im Sprint. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der Glückspilz startet aus der Pole Position. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Russell, Norris, Leclerc, Tsunoda, Drugovic, Oscar Piastri, Perez, Ocon, Bottas, Gasly, Theo Pourchaire, Stroll, Albon, Joe, Jüri Vips, Magnussen, De Vries, Sargent und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, Mann, es war so klar, dass der wieder Strafen in ihn, ey. Ich hab's schon irgendwie befürchtet, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, so viel zum Thema Doppelsieg natürlich, ne? Damit ist der wohl jetzt schon wieder unrealisierbar vielleicht. Außer Gasly tut einen Monster auf, wo wir starten und kommt von 13 auf 2. Also, die Pace hat auf jeden Fall Platz 2, das hat er bewiesen im Sprint. Die Frage ist halt, wie gut die KI oder seine KI beim Überholen ist. Das ist so die andere Frage. Ja, gut, was soll es, die Strategie. Soft Medium. Ja, die Soft hat mir gut gefallen eigentlich im Sprint. Benzin können wir ein bisschen runterballern, come on. Können wir schon ein bisschen mehr diesmal runterballern, dann legen wir los. Beim großen Preis von Spa in Belgien in Spa. Na, guter Hacktür wieder. Das Damm kommt gar nicht gut weg, das ist auch gut. Na, und wir bleiben wieder auf. Wir machen es bisher wirklich optimal, ne? Wir machen es wirklich einfach optimal bisher. Haben beide Startsiegers immer gewonnen. Sehr gut. Das heißt aber, dass wir auch irgendwie kontrollieren. Ich glaube, wir haben wieder einen Ferrari hinter uns. Das könnte für uns gut sein. Glaube ich. Ferrari scheint mir ziemlich unter Kontrolle zu haben. Aktuell zumindest. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Oh, das sieht echt sehr gut aus. Bisher gegen die Science. Wie so im Sprint. Scheinen wir uns etwas absetzen zu können irgendwie. Sieht bisher zumindest so aus. Ah, 1,2 so schon. Wir müssen wir natürlich auch alles geben. Er ist trotzdem kein Vorsprung zum Ausruhen, aber Sainz, ja, ist immer noch ziemlich dran, aber Russell, Alter, kommt ja gar nicht hinterher. Wir sind 3 Sekunden weg, was? Die müssen wir ganz viel bekämpft haben. Ohne dass ich es gemerkt habe. Aber das Auto ist ein Traum. Alter, guck mal an, wie wir da durchfallen können. Das ist der Wahnsinn. Also dieses Auto fast von Folge abgeholt, aber trotzdem.
Das ist halt der Wahnsinn, ne? Das Auto liegt so gut an den Kürbs. Man sieht auch nicht, wie ich auf die Kürbs schalte, aber das Auto bleibt halt stabil liegen. Das ist halt das Ding. 2 Sekunden-Sprung, Runde 3, wow. Also das ist mal ein schönes Verstappen-Mühler-Trend fast, würde ich bisher sagen. Auch die Schikane sitzt passt. Auch da liegt das Auto ziemlich gerade und stabil. Einfach Wahnsinn. Aber jetzt 2 Sekunden haben wir uns rausfahren können, aber jetzt tun wir dann auch nicht mehr was, nicht mehr so viel gut machen, eigentlich gar nicht. Vielmehr wieder so ungefähr wie seins gleich, ne? Warum wir uns immer erst diese 2 Sekunden rausfahren können, ist irgendwie witzig. Ich weiß nicht, seltsame Linie, ich weiß. Das Auto ist Wahnsinns Auto einfach. Das ist einfach Wahnsinns Auto. Oh, ja, aber auch nicht übertreiben, bevor wir hier noch abfliegen oder so. Was? Das gesamte Team von Red Bull freut sich drauf, einen wohlverdienten Sieg. Red Bull ist der heute. Ein erfreuliches Resultat für George Russell, der an der Spitze der Rangliste immer weiter davonzieht. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Haltet einfach eure Hand. Will ich nicht hören, dass Russell nach vorn sieht. Zweiter Ausfall in Folge. Und das war wieder das Getriebe. Ihr wollt mich doch eigentlich komplett versohlen. Jetzt haben wir gar kein Getriebe mehr. Was soll man jetzt machen? Wir haben 1000 Strafen nehmen oder was? Ja, vielen Dank. Oh, also langsam, also geht's noch? Zweimal in Folge. Also Gasly von 13 auf 9, ja, toll. Großartig, was über Zweiter. Ja, wunderbar. 22 Punkte Vorsprung jetzt oder so. Ah, nee, nicht ganz. Nee. 18 Punkte Vorsprung. Wir haben ja 4 Punkte auf ihn im Sprint, den wir aufholen können. Ja, ganz große Klasse, ja. Toll. Ja, immerhin hat das Verstappen so ein bisschen gerettet, aber es wird ganz bitter, glaube ich, oder? Ja, Verstappen ist nur noch vor uns. Ganz knapp. Und da hat es aktuell stärkere Auto. Och, come on, Alter. Ey, ist doch ein Witz. Das ist ein vollkommener Witz, ja. Also, Gasly ist endgültig raus auch mit dem Getrieb, mit dem Strafen schon. Die er hinnehmen musste. Eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Wir holen 2 Punkte im Rennen. Gut, im Sprint ist gut mit Plätzen 1 und 3, ja. Aber wir sind halt 36 Punkte dahinter, ne? 36. Und Perez? Der hat immerhin insgesamt. Wo haben wir denn das Ergebnis hier? Ja, da ist 5. geworden mit schnellster Runde. Ja, aber hat der nicht so die Mega-Points, die Mega-Punkte geholt. Ja, aber Verstappen gewinnt. Russell über Zweiter. Zum 2. Mal in Führung liegend. Ich kann es nicht glauben. Ja gut, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich merke von, ich weiß nicht, was ich gerade zu sagen soll. Ich bin jetzt gerade so gebrochen. Und zwar richtig, aber. Nur mal so nebenbei, weil es das Getriebe schon wieder war. Haben die das nicht eingebaut etwa? Ja, nee, doch, das ist das neue Getriebe.
Die beiden neuesten Getriebe ist direkt hin. Toll. Jetzt haben wir nur diesen und diesen. Ja, toll. Ganz große Klasse. Wird damit einiger. Wir müssen Monster die Strafe hinnehmen. Weil mit so einem Getriebe irgendwie habe ich keinen Bock, im Monster unterwegs zu sein. Am Ende geht der neue Uhr noch kaputt, ne? Den wir uns dann holen. Ach, keine Ahnung. Monster ist immerhin auch eine Strecke, die mir liegt. Und wo ich auch sehr gut bin, aber halt nur noch 5 Rennen jetzt, ne? Gute 18 Punkte. Sind nicht viel, klar. Aber dann 2 DNS in Folge. Also die Formel 1, die ist echt brutal. Auch wenn es nur Game ist, aber auch im Game kann die so brutal sein. Aber so richtig. Beide Male haben wir einen Siegwaffel verloren. Beide Male. Und Russell wird erster und zweiter in diesen beiden DNFs. Na, ganz großes Land. Der hat noch nicht mal einen. Aber dass wir halt dann doch nur 18 Punkte weg vom Russell sind. Trotzdem 2 DNFs mehr. Zeigt aber auch, wie stark wir in der Saison bisher sind. Vor allem in den letzten beiden Rennen wie in Frankreich und Spa, ne? Aber allgemein, die Saison ist so solide. Das Beste ist, also die DNS weggerechnet, das schlechteste Ergebnis war Platz 6 einmal. Zweimal Platz 4 und der Rest auf dem Podium. Na, von 11 Rennen. Ne, also von, ohne den DFs mit, DNS mitgerechnet, von 9 Rennen. Nur dreimal nicht auf dem Podium, 6-mal aber schon. Ja, die Formel 1 ist brutal. Ja, aber Gasly ist klar, dass da nicht so viel ging, weil die KI ja zu blöd zum Überholen ist. Obwohl, da ist Platz 9 damit doch schon fast wieder ein Happy End. Überhaupt, dass er da in die Punkte noch kommen konnte mit der Dummheit der KI. Aber gut. Was soll's? Das war's jetzt. Bis nächstes Mal, ja. Und keine Ahnung, was ich mache. Ich muss da erstmal jetzt, ja, an erwartete Gedanken kommen. Ich bin jetzt natürlich komplett gebrochen. Ciao.